Hallo Freunde, jetzt kommt die Super Mastag Super Show. Und mir geht es heute nicht sonderlich gut, liebe Freunde. Ich habe seit 3-4 Tagen irgendeinen Infekt eingefangen. Kein Plan, was mit mir abgeht. Ich liege einfach gefühlt den ganzen Tag im Bett. Musste mich gerade aufringen und dazu zwingen, hier an den Platz zu kommen, mich in die wundervolle Sonne zu setzen und mir ein wohl sehr interessantes Video zu gönnen mit dem Titel ABK nimmt Kuchen TV einmal hops gleich eine Abmahnung von Gina. Wird wohl um diese ganze Thematik gehen. Wird mal sagen, wir gönnen uns das auf neutralen, zurücklehnenden, entspannenden Mario-Hasen. Let's go. Ja, das Ding ist, ich habe halt reingeschissen, so sage ich ja auch, ist ja auch so, aber Digga, was ABK da gemacht hat, ist halt... Ach. Ja, weiß ich nicht, ich kann dazu halt nicht mehr so viel sagen, ne? Kuchen TV hat's wieder getan. Eigentlich wollte ich jetzt mal ein bisschen Videos gegen andere Menschen machen, aber er konnte es nicht lassen und musste mich wieder erwähnen. Genau so, oder wenn nicht sogar doppelt und dreifach, hat die ABK Army jetzt das Recht, über den Vorfall von dir und Gina zu reden. Nee, typisch. Ja, könnt ihr doch auch machen. Habe ich ja an sich auch überhaupt kein Problem mit. So, er versteht es halt einfach nicht. Das ist genau das, was ich meine. ABK ist einfach nicht klug. Beziehungsweise, ich glaube, ABK weiß selber, dass der Punkt dumm ist, aber er weiß einfach, wie er seine Community erreicht. Zum Beispiel alleine damit, das jetzt zu sagen, da geht es ja jetzt irgendwie... Das ist ja zum Beispiel ein Satz, der zielt ja nur darauf ab, seine Community zu mobilisieren, dass es Rache gibt. Das ist ja wirklich alles, was er will. Er will jetzt, dass seine ganzen kleinen Kiddies, die hinter ihm stehen, die strammen Soldaten, jetzt halt TikToks über mich machen, Videos über mich machen, was Wash wahrscheinlich auch direkt machen wird. Und Wash, so wie der liebe Tim Cape mich nennt, macht... Hat er gerade Tim Cape gesagt? Oder Tim Held? Das ist halt einfach aus Prinzip, weil er Bock drauf hat. Ich habe noch sehr viele Sachen, die ich gegen ihn raushauen werde, aber alles mit der Zeit. Heute beschäftigen wir uns mit der Reaktion von KuchenTV zum neuen Video von ABK. Der Typ hat wieder Sachen gesagt, die will man sich gar nicht vorstellen. KuchenTV, wenn du dieses Video siehst, bitte entblock mich auf Insta. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum du mich blockiert hast. Er hat ja letztens unseren Insta-Chat auf YouTube gezeigt, ohne mich nach Erlaubnis zu fragen, weil er ja dachte, dass es in Ordnung sei, weil ich es in meine Story gepackt habe. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass ich euch jetzt auch unseren Chat zeigen darf. Ja, also hättest du mal lieber diese Nachrichten gezeigt, als die Nachrichten, die du im Video gezeigt hast. Ach Kuchen, ich glaube langsam checkst du, dass du in einer sehr ekligen Situation bist. Was steht denn da? Stell dir vor, du verprügelst deine Freundin. Zitter nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor. Das ist dieser ehrenlose Meme. Aber sei mal ehrlich, was dachtest du dir bei diesem Ausschnitt von ihrem Live damals? Was denkst du denn, wenn wir zu dem Zeitpunkt so einen krassen Streit hatten? Safe, direkt nochmal geschlagen, hahaha. Ich meine, man sieht es ja auch, du hast 40.000 Abonnenten weniger als vor dieser letzten Thematik. Und ich erinnere dich sehr, sehr gerne daran, was du damals zu Miguel Pablo gesagt hattest. Ich meine, ganz ehrlich, das Video hat 200.000 Dislikes. Du hast in den letzten 2 Tagen 6.000 Abonnenten verloren. Du bist sowieso schon bei allen unten durch. Aber dann sag doch wenigstens die Wahrheit und versuch dich nicht so dämlich da rauszureden. Was soll das denn? Du hast in den letzten 2 Wochen 40.000 Abonnenten verloren. Du bist bei wirklich allen unten durch. Deine Klicks gehen immer weiter und weiter runter. Ich frage... Ja, das Ding bei der ganzen Sache ist wirklich, er hat es sich mit jedem Einzelnen verscherzt. Erstens durch dieses Heul-Statement, das konnte man noch akzeptieren. Wirklich. Da habe ich mir wirklich gedacht, boah, der zeigt zum ersten Mal Empathie. Menschlichkeit. Hat man nie bei ihm gesehen und auf einmal packt er rein mit dem zweiten Video und mit dem dritten hat er das Ganze sowas von heftig getoppt. Das ist einfach unvorstellbar und man kann es den Leuten nicht verübeln. Ich frage mich wirklich, warum du überhaupt noch Videos in dem Format drehst und andere kritisierst, wenn du der YouTuber bist, den man am meisten kritisieren sollte. Und als du dein Video hochgeladen hast, was hieß, ich habe extreme Scheiße gebaut, hast du einfach vielleicht nur ganz kurz über dich geredet und im Video hast du fast nur über die Fehler der anderen gesprochen, wo du nicht mal was bewiesen hast, sondern den Leuten nur Sachen vorgeworfen hast. Ja, also was denn? Hast du Scheiße gebaut oder haben die anderen Scheiße gebaut? Wenn man dich kritisiert, dann macht man das nur, um dir zu schaden und nicht, um dich zu kritisieren, weil du eben wirklich Scheiße gebaut hast? Oder wie soll ich das verstehen? Dazu kommt ja sowieso der Fakt, dass du in diesem Video wirklich Leute kritisiert hast, die eh nicht so wirklich in der Thematik drin waren oder bei Leuten, wo es von Anfang an klar war, dass diese Videos nicht gut sein können. Ja, KuchenTV, Miguel Pablo war bei jedem unten durch und du bist es nicht, oder wie soll ich das verstehen? Wisst ihr, was er damit meint? Er meint damit diejenigen, die vom Kuchen kritisiert wurden. Er hat wieder Sündenbock gesucht, um sich selbst aus der Schusslinie zu ziehen. Er hat kurz zugegeben, dass er Scheiße gebaut hat, hat aber dann ein paar Sündenbock gesucht, wie ein Jan Kaviar, den Strike-König, und ich weiß nicht, wen er noch gezeigt hat, der aber auch so gut wie nichts mit dieser Materie zu tun hatte und hat halt versucht, die lächerlich dastehen zu lassen, um selber besser dazustehen. Hey Gott, es ist einfach ein schönes Gefühl zu sehen, wie du dich verhältst, wenn du in der Situation der gehateten Person bist. Und jetzt geben wir uns die Reaction. Direkt YouTube ist deine Mutter, wenn der dem schreibt, dass die direkt antworten und sagen, oh ja, boah, das nehmen wir offline, boah, yo. Ich wollte dir nochmal was zu dem Punkt anmerken, bevor ich wirklich auf die Reaktion eingehe. Ja, okay, vielleicht dachte er, dass YouTube seine Mutter wäre, aber nachdem er gesehen
gesehen hat, dass YouTube ABK nicht gestrikt hat, musste er safe an seine Stiefmutter denken. An sich ist es natürlich cool, in einem Haus zu wohnen. Ich hatte ab dem Tag auch einen großen Bruder, also meinen Stiefbruder, der an sich immer mega korrekt war, auch wenn wir nicht so viel miteinander zu tun hatten. Aber leider gab es da halt auch noch meine Stiefmutter. Und ihr wundert euch, wie dieser Junge Videos gegen Kollegen machen konnte. Er hat seine Freundin Gina. Alles klar, ich rutsch jetzt mal über den nächsten Kork. Im Internet schlecht geredet, damit die ganzen Menschen ein schlechtes Bild von ihr haben. Und er hat Videos gegen seine Stiefmutter und gegen seinen Vater gemacht. Stellt euch mal bitte vor, ihr wundert euch, dass HurenTV Videos gegen seine Kollegen macht. Aber er ist auch nicht normal. Wie gesagt, weiß nicht, was er alles durchmachen musste, dass er so geworden ist, wie er ist. Entwicklung natürlich im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo viele sagen, positiv, dies, das. Aber trotzdem, ey, was musst du alles durchgemacht haben, um so zu enden? Videos gegen Vater, Videos gegen Mutter oder Stiefmutter. Allein schon dieses ständige Leuten in den Rücken fallen, mit denen man eigentlich cool ist. Das ist ja etwas, was ich auch sehr oft an ihm kritisiert hatte. Das sind ja keine normalen Eigenschaften, die ein Mensch haben sollte, der, sage ich mal, vernünftig aufgewachsen ist. Mit Liebe, mit Zuneigung. Ja? Aber es gibt noch einen Punkt, der mir letztens aufgefallen ist. Ja, ABK hat hier an sich erstmal recht. In dem Interview mit Sean Broke war er wirklich nur positiv. Aber das ist doch kein Argument. Unge hat ABK zwar in dem Kaffee und Kuchen ein wenig kritisiert, hat ihn aber halt genauso gelobt. Er hat ihn halt einfach komplett fair behandelt. Dieses übertriebene Loyalitätsdenken im Sinne von du darfst öffentlich, aber nicht ein schlechtes Wort über mich verlieren, finde ich persönlich halt einfach nur lächerlich. Ja, das ist der, glaube ich, einzige Punkt oder einer von wenigen Punkten, wo ich ihm wirklich recht gegeben habe. So, Unge hat wirklich in meinen Augen nichts Krasses gemacht. Also, ein wenig heuchlerisch ist das schon, aber wir wissen halt nicht, wie die Beziehung zu dem war. Das sind einfach nur zwei YouTuber. Ihr könnt ja nicht hier von Best Friend mäßig oder Bruderschaft oder Loyalität reden. So sehe ich das. Ja, kann sein. Loyalität wird von jedem anders ausgelegt. Ich muss ihm in dem Punkt einfach mal fairerweise recht geben. Okay, KuchenTV, 1:0 für dich, aber... Sehr sachlich, der Junge, muss man hier zugeben. Dass er solche Sachen auch zugibt und dass er auch sein Mindset in eine richtige Richtung halt lenkt, dass er wirklich in seinem jungen Alter, der hört sich zumindest sehr jung an, versteht, differenziert zu denken, ist meiner Meinung nach selten auf YouTube. Aber warte mal, wie kannst du ABK dafür kritisieren und wenn es darauf ankommt, dass du Rücken brauchst, dann sagst du Folgendes. Meine Community steht tatsächlich immer noch mega hinter mir und dafür auch wirklich einfach mal dicken Respekt, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Meine Videos bekommen immer noch genauso viele Aufrufe wie vorher. Okay, die Bewertung ist um 3-4% schlechter, aber... Wie kann man trotzdem hinter jemandem stehen, der euch so offensichtlich und krass verarscht hat? Aber ich bin kein Abdel, wo die Videos deutlich mehr Dislikes als Likes haben. Überhaupt nicht. Ist es nicht auch eine übertriebene Loyalität von deiner Community gegenüber dir, dass sie immer noch zu 100% hinter dir stehen, obwohl du so eine Scheiße gemacht hast, die man nicht mal ein bisschen rechtfertigen kann? Wie kannst du diese Eigenschaft bei ABK kritisieren und bei deiner Community bedankst du dich für genau dieselbe Eigenschaft? Man muss es einfach mal sagen, HurenTV redet täglich von Doppelmoral, aber ist wirklich der Meister in dem Gebiet der Doppelmoral. Eigentlich hatte er was anderes vor. Ja, das Video strike ich weg. War nix, Bruder. Ich schwöre, sein rechten Dame hatte Parkinson. Man merkt diese Aggression, dieser Hass, den da auf mich hat, wie er das versucht hat zu überspielen. Ist ja auch so. Ich habe damit kein Problem, Digga. Wir striken das einfach, warum gut ist. Ja, ist. Aber so, das Ding ist halt, das habe ich ja auch schon gesagt, also erstmal nochmal für die Leute, die das jetzt hier auf jeden Fall auf KuchenTV Uncut sehen. Wir haben versucht, das wegzustriken. Und das ist halt einfach diese lächerliche Doppelmoral, die ich bei YouTube einfach wirklich scheiße finde, was ich schon vorher gesagt habe. Wir konnten Real Talk alles wegstriken, wo dieser Livestream drin war. Da waren auch YouTuber dabei, die 500 oder 1000 Abonnenten hatten. Alles wurde sofort von YouTube weggestrikt, es gab gar keine Probleme. Bei ABK ist es dann plötzlich aber kein Urheberrechtsverletzung mehr, oder was? Hier muss ich ihm auch kurz Lob aussprechen. Warum? Er sagt gerade selber, das wusste ich aber nicht. Er sagt gerade selber, er hat alle wegstriken lassen. Mich hat er nicht wegstriken lassen. Mich hat er tatsächlich angeschrieben und mich darum gebeten, diesen Ausschnitt rauszunehmen, was ich auch gemacht habe. Und seine Erklärung war eigentlich ja schon plausibel, wobei man dazu auch sagen muss, es ist halt ein Ding der Öffentlichkeit. Es ist in der Öffentlichkeit ausgetragen worden und eigentlich hätte man aufgrund des Zitatrechtes jedes Recht dazu gehabt, es online zu lassen, aber die Begründung von ihm fand ich einfach stark, werde ich gleich auch drauf eingehen. Also das ist halt, YouTube schützt halt da große YouTuber einfach komplett, du kannst halt nichts gegen machen, ist nun mal einfach so. Guck mal, wie er wieder über Doppelmoral redet und trotzdem der Meister in diesem Gebiet ist. Du hast Karma seinen Vater kassiert, wolltest alle wegstriken, hast doch bei fast jedem geschafft, obwohl dieser Stream öffentlich ausgetragen wurde, genau wie der gesamte Beef damals gegen deine Freundin und YouTube hat es bei ABK nicht zugelassen. Ja, was ich auch, wie gesagt, rein rechtlich gesehen, ist das richtig,
was der Junge hier sagt. Der Grund, den er mir genannt hatte, ist ganz einfach. Er hat keinen Bock, dass wenn sein Sohn alt genug ist, diesen Ausschnitt sieht und sich dann einfach nur denkt, what the fuck ging da zwischen meinem Vater und meiner Mutter ab? Kann ich 100% nachvollziehen, vor allem ich, der selber Vater ist. Niemand will das. Ja, er ist nicht im Recht. Er hat überhaupt kein Recht dazu, jemanden dazu aufzufordern. Aber die Begründung hat für mich vollkommen gereicht. Ich habe es dann rausgenommen, so rausgeschnitten, diesen Part mit dem Livestream. Die Stiefmutter YouTube hat keine Faxen gemacht, was einfach besser für jeden ist, weil KuchenTV, wie kommst du bitte auf die Idee, Leute striken zu wollen, wenn du der bist, der nur andere Leute kritisiert? Dein Kanal besteht nur aus Videos mit Content von anderen Menschen. Wie würdest du es finden, wenn Leute dich striken würden? 3 Strikes, dein Kanal ist weg. Bockt sich das für dich? Wobei man... Alter, was war das denn? Voll auf meinen Kopf auch noch. Hä? Junge. Was man noch sagen muss, deine Freundin ist, ob sie will oder nicht, eine Person des öffentlichen Lebens. Sie war live, hat freiwillig vor der Kamera geredet. Naja, nicht wirklich freiwillig, aber weil du ja solche Vorwürfe gegen sie rausgehauen hast, musste sie live gehen und wurde von deiner gesamten Community gehatet. Wie kommst du auf die Idee, sowas striken zu wollen, wenn es doch sowieso öffentlich war? Erklär's mir doch bitte. Naja, ich meine, im Endeffekt müssen ja ich und meine Freundin entscheiden, ob wir das ins Lächerliche ziehen oder nicht. Das ist ja ganz allein unsere Entscheidung, wie wir halt damit umgehen. Und solange wir beide damit zufrieden sind, hast du doch nicht zu entscheiden, was richtig ist und was nicht. Ja, also, wenn ihr nichts öffentlich gemacht hättet, würde ich dir vollkommen recht geben. Aber man sollte trotzdem beachten, dass du Stories gegen deine Freundin gemacht hast, deine Freundin Wunden gezeigt hat auf Insta, sie live gegangen ist und vor mehreren hunderten Menschen geweint hat. Aber Hauptsache, nachdem man diese ganzen Aktionen gebracht hat, sagen, dass man nichts dazu sagen soll. Ihr sollt das eben nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist respektlos gegenüber jeder einzelnen Person, die häusliche Gewalt ertragen musste. Da hast du nichts zu sagen. Es ist respektlos und unangebracht, vor allem als ein Mensch, der gerade in der Kritik steht. Was implizierst du denn damit an jeden einzelnen Mann, der gewalttätig gegenüber einer Frau wurde? Jeder kann sich jetzt durch diese ganzen Jokes von dir denken, dass es in Ordnung sei, Witze darüber zu machen, wenn man gewalttätig gegenüber seiner Frau war. Doch das bist du dir bestimmt noch nicht mal bewusst. Nein, es ist nicht. Ich muss mich nicht entscheiden. So, das ist halt auch generell das, was mich halt bei vielen Leuten auch so stört, weil viele Leute sagen jetzt, ja, sag doch, was passiert ist, du musst jetzt sagen, was passiert ist. So, nein, muss ich nicht. Doch musst du, weil wenn du so einen angeblichen Prank machst und Millionen von Menschen damit verarscht, hat jeder die Wahrheit verdient. Wenn du diesen Clip von ABK einfach ignoriert hättest, würde ich sagen, Tamam, man muss dich wirklich nicht dazu äußern. Aber du machst einen schamlosen Prank, der in meinen Augen eh kein Prank ist. Die Gründe habe ich im letzten Video gegen dich genannt, aber wenn du jetzt wirklich damit kommst, dass es ein Prank war, dann würde ich gerne die Wahrheit wissen. Und du weißt, wir können dieses Spiel sehr lange gehen. Wenn du denkst, dass wir locker lassen mit dieser Thematik, dann kannst du dir das auf jeden Fall abschminken. Wir werden so lange Druck ausüben, bis du endlich die Wahrheit aussprichst. Denn wie ABK und ich schon gesagt haben, entweder hast du Gina geschlagen oder Gina hat gelogen. Mögen mich auf einmal die Leute? Warum bin ich gerade im Hype? Das sagen mir auch viele, dass ich einfach eine super Entwicklung hingelegt habe. Obwohl er im Hinterkopf weiß, dass er noch die Lüge des Jahrhunderts mit sich trägt und immer noch nicht dazu gestanden hat, du selbst verliebt. Jetzt stellt das wieder so hin, das können wir auf... Ich schreibe mir mal direkt auf, was ich an meinen Anwalt schicke, Digga. Ich verstehe das nicht. Er hat schon genug Feinde, ja? Selbst die letzten Leute, die noch mit ihm sympathisiert haben, sind spätestens nach diesem Video abgefuckt und abgeneigt ihm gegenüber. Was soll dieses ständige Anwalt? Ja, dann mach kein YouTube, wenn du mit sowas nicht zurechtkommst. Ich will auch noch mal Geld, nicht nur Gina. Guck mal, wie er wie ein Klassenlehrer seinen Blog rausholt und jetzt auch Geld von ABK will. Aber irgendwie verstehe ich ihn auch, weil ABK hat ihn nicht nur ein bisschen genommen. ABK hat seine ganze Existenz und Kredibilität auf YouTube genommen durch einen einzigen Clip. Aber ich glaube, die Existenz wird nicht nur weg. Genommen, die wird pulverisiert. KuchenTV hat sich hier, by the way, auch widersprochen, indem er jetzt doch mit einem Anwalt kommt, ihm das zukommen lassen möchte, damit der Anwalt das checkt und ob er deshalb von ABK Geld abgreifen kann. Vor einem Monat meinte er noch das zu ABK. Bro, wir machen hier ein paar Videos gegeneinander auf YouTube. Chill doch mal und komm runter. Da erinnere ich mich daran. Das war die Aussage dazu, dass ABK meinte, Unge hätte sich mit dem Erzfeind von ihm getroffen. Das war die Antwort von Kuchen darauf. Jetzt langsam kann ich nachvollziehen, warum ABK so sauer auf Unge ist. Nicht, dass er da über ihn schlecht geredet hat oder kritisiert hat. Er hat nicht schlecht geredet, er hat einfach seine ehrliche, kritische Meinung geäußert. Nein, dass er sich da mit dem Feind getroffen hat und dass er bereit war, über ABK mit dem Feind zu reden. Und das ist halt auch ein No-Go. Ja? Er hätte auch einfach sagen können, ne, ich will nicht darüber reden, aber er wollte sich beliebt machen bei der Kuchen-Community, vielleicht da noch ein paar abschrauben. Er dachte, er kommt vielleicht damit durch und das ist halt eine hinterhältige Aktion. Ja, so würde ich das Ganze auch auf jeden Fall sehen. Nur, dass ABK dich in Grund und Boden hops genommen hat. Ich glaube, nur du wirst mir widersprechen, aber damit komme ich natürlich klar. Das Lustigste an der Geschichte ist, dass KuchenTV immer wieder mit dem Wort Doppelmoral kommt, selber aber die ganze Zeit in der Doppelmoral gefangen ist. Aber was will man machen? Wenn er das macht, ist es in Ordnung. Wenn andere irgendwas machen, sei es eine Doppelmoral oder nicht, ist es eine Doppelmoral. Und ich meine, das Geile ist ja, wie ist das denn jetzt bei Carina und ApoRed? Weil darauf hat sich das ja eigentlich bezogen. Da hast du gesagt, dass er ja nicht schuldig ist, bis es rechtlich geklärt worden ist. Bei mir hast du das ja irgendwie aber wieder anders hingestellt.
Also ja, was ist es denn jetzt? Es ist natürlich schon geil, dass du Carina, die einmal von Upred gesehen wurde, vergleichst mit Gina, mit der du seit Jahren zusammen bist, mit der du ein Kind hast und das Geilste ist sogar, mit der du nach diesem Streit immer noch zusammen warst. Und ich habe euch ja schon mal gefragt, ob ihr wirklich denkt, dass KuchenTV mit Gina zusammen wäre, wenn Gina gelogen hätte, oder ob es doch realistischer ist, dass Gina einfach KuchenTV schützt. Gebt euch mal jetzt bitte diesen Clip und... Das ist wirklich auch das Komplizierte an der ganzen Thematik. Ihr wisst nicht, wer sagt die Wahrheit, wer nicht. Einer von beiden ist ein Lügner, einer von beiden ist dreckig. Einer von beiden hat Scheiße am Stecken. Beantwortet mir die Frage bitte nochmal. Würdest du ja auch ein Auto holen? Boah, ich habe überlegt, dann einfach irgendwie noch was über die Firma zu lesen oder so. Irgendwas Kleines halt, ne? Keine Ahnung, irgendwas Hybridmäßiges oder Elektro oder so. Das ist steuermäßig auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Könnte man sich also auf jeden Fall überlegen. Ja, aber ich würde jetzt keins kaufen, was dann ihr gehört, weil ich sag's euch ganz ehrlich, wenn man, sollte man sich irgendwann mal trennen oder so, dann will ich nicht, dass sie ein Auto von mir hat. Sag ich einfach, wie es ist. Also, ja, da bin ich wirklich dreist, muss ich einfach zugeben. Aber ey, jetzt ohne Witz, Leute. Wieso geht man dann überhaupt eine Beziehung ein? Nicht mal, wenn ich mit einer Freundin zusammen gewesen wäre damals. Ich habe ja nur zwei gehabt. Nein, ihr wisst ja meine zweite. Nicht mal da würde ich solche Gedanken verschwenden. Denn ihr seid doch mit einer Person zusammen in der Hoffnung, bis ans Ende eures Lebens mit der zusammen zu sein. Was für eine Einstellung ist das? Und was für ein Misstrauen muss man haben gegenüber der Mutter des eigenen Kindes? Kann sein. Gibt es viele Menschen da draußen, die anders denken, anders eingestellt sind? Ich weiß es nicht, aber diese Aussage ist schon brutal heftig. Das impliziert ja schon diese Befürchtung, dass die sich trennen könnten. Aber das ist doch genau das, was man nicht will. Die haben ein gemeinsames Kind miteinander. Und wegen einem Auto dann Angst zu haben. Ja, wenn sie sich von mir trennt, wäre das Auto dann ihres. Ja, Vater ist Saret. Lass doch ihres sein. Es ist doch nicht das Schlimmste. Weißt du, was ich meine? Ey, was ist mit dem Kind? Das sollte doch dein Gedanke sein, deine Sorge sein. Und nicht irgendein abgefucktes Auto für ein paar tausend Euro. Aber, weiß nicht. Da bin ich halt schon so, dass wenn man, also wir haben jetzt ja nicht vor, uns zu trennen oder so, aber ich bin da halt einer, ich will alles, was ich halt auch bezahlt habe, will ich auch behalten so und ich würde dir da kein Auto halt kaufen, ne? Sag ich euch einfach, wie es ist. Glaubt ihr wirklich, der Junge würde ihr verzeihen, wenn sie solche krassen Lügen über ihn erzählt hätte? Oder glaubt ihr nicht, dass er noch Videos gegen sie machen würde? Überlegt es euch mal. Guckt mal, an was er denkt. Er will ihr kein Auto kaufen, weil er sich denkt, ja, falls sie Schluss macht, dann soll sie ohne Besitz von mir bleiben. Und wer jetzt immer noch glaubt, dass er ihr verzeihen würde, wenn sie gelogen hätte, obwohl er so eine ekelhafte Denkweise hat, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Oder würdet ihr auch während einer Beziehung so denken? Und habe definitiv nicht gelogen. Es heißt weiter, beziehungsweise... Hey. Ja, okay, gut, dann sage ich jetzt, ich habe es nicht getan. Ich habe es definitiv nicht getan. Gewonnen, 1-0. Ja, kann ja sein. Nur dann ist ja Gina die Lügnerin und hat das Thema häusliche Gewalt für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt, um deinen Ruf zu zerstören. Ist es das, was du uns sagen möchtest? Genauso oft, wie du über die ganzen Jahre richtig schlecht über die ABK Army geredet hast und gesagt hast, wie scheiße und asozial die sind. Sind sie auch. Wenn die ABK Army asozial ist, was ist dann mit deiner Community? Die standen hinter dir wie die chinesische Mauer. Das ist blinde Loyalität. Und das... Die standen hinter dir wie die chinesische Mauer. Was ist das für Spruch? Ist krank. Wenn ABK sowas gemacht hätte, ich kann dir versichern, niemand würde bei dieser Thematik hinter ihm stehen. Ja doch, ein paar schon. Es gibt da auch schon ein paar Verblendete, aber der Großteil von denen blicken wirklich hinter die Thematik. Man hat auch oft genug gesehen bei ABK. Für Kleinigkeiten hat er auf einmal Kritik von der Community erhalten. Die können schon zum Teil wirklich ein wenig vorausdenken. Niemand. Alle würden sagen, du hast Scheiße gebaut. Aber ich glaube, das hat was mit Erziehung zu tun. Oder ich sag mal so... So wie dich deine Mutter erzogen hat, hätte sie auch kein Haus von dir verdient. Alles gut. Laut deinen eigenen Angaben haben du und deine Mutter auch häusliche Gewalt erlitten. Aber anscheinend hat dir deine Erziehung nichts in der Hinsicht gebracht, denn du warst so schamlos, um dich öffentlich über so ein sensibles Thema lustig zu machen. Ja, ist auch wieder so ein Ding. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er häusliche Gewalt erfahren hat, also wirklich häusliche Gewalt. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, warum er so ist, wie er ist. Definitiv wissen wir aber, dass er sehr, sehr viel durchgemacht hat. Er hat viel erreicht, hat sich aber auch vieles kaputt gemacht jetzt mit den letzten paar Aktionen, war sich zu selbstsicher, ist zu hoch geflogen, ist halt dementsprechend auch tief gefallen und das ist das, was ich jedem immer wieder ans Herz lege. Wer hoch fliegt, fällt auch tief. Wir haben es schon so, so oft gesehen. Deswegen versucht immer den Ball flach zu halten, übertreibt eure Lage nicht. Ich hoffe, jeder lernt aus dieser Situation. Ich hoffe, ihr bleibt sauber, ihr bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mustard.